So, hallo meine lieben Kreativlinge. Neuer Designteam-Beitrag. Und zwar, ihr seht schon, mit dem Elefanten, mit dem Stempel. Und einem gute Besserung Die-Card. Ich drehe jetzt das Video erneut, weil ich habe es gerade schon mal versucht abzudrehen, aber wenn Mann und Kind da ist, es funktioniert halt nicht. Nett, ne? Nicht böse gemeint, aber es funktioniert halt manchmal nicht, weil das Leben. Ich zeige euch jetzt mal die Karte. So. Weil ich möchte so gerne dieses Video noch heute fertig machen, damit es die Karte sich auf die Reise machen kann. Einen Kartenrolling in den Maßen 14,5 x 21 und auf der langen Seite gefalzt bei 10,5. Und ja, einen Aufleger, der hat jetzt schon mal mitgelitten, in den Maßen 10 x 14. Und ihr seht, ich habe schon mal einmal doppelseitiges Klebeband außenrum gemacht, weil wie gesagt, ich habe schon mal angefangen. Ja, musste aber dann wieder abbrechen. So, ich habe hier Schnur, die ist eigentlich zum Perlenbasteln gedacht. Aber da ich ja keine Perlen oder halt nur Anhänger und sowas, ne, aber die Schnur selber nicht verwende. Ja, verwende ich die halt dann so. Und ich schaue jetzt, dass das jetzt was wird. Ich hoffe jetzt so sehr, es wird was. Ich hoffe es. Wenn nicht, schmeiße ich alles weg. Und jetzt klebt es wieder am Tisch fest. Ich drehe jetzt zum zweiten Mal dieses Video, weil beim ersten Mal schon alles schief gelaufen ist, was schief laufen kann. Haben wir schon wieder die Schnur löst sich. Die Hintergrundgeräusche sind mein Mann. So, jetzt gucke ich mal, wie es am besten aussieht. Ich denke so. So, dann ist die Schnur auch zu Ende. Ich könnte noch eine neue nehmen, aber ehrlich, nö. Dann nehme ich Foam Tape. Und klebt das einmal drüber. Weil es ist ja nicht viel an der Karte. Deswegen darf die ruhig ein bisschen erhaben sein. Und da mache ich dann auch nochmal eins drüber, weil da ist das Ende von der Schnur. Und ich habe keine Lust, dass sich das dann aufdröselt und ja, ich dann dastehe. So, jetzt schauen wir mal, dass mich das dann einigermaßen gerade aufgeklebt bekomme. Also ich bin jetzt schon mal zumindest weiter wie vor 5 Minuten. Das ist schon mal echt viel wert. Aber manchmal, ich weiß auch nicht, manchmal läuft es einfach nicht. So. Jetzt überlege ich nur. Ja, doch, klebe ich so hin. Und es klebt einigermaßen gerade. Yippie-yay-yay. So. Das. Dann habe ich hier einen Kreis ausgestanzt. Der hat die Maße 7, oder Durchmesser 7 cm. Und dann nehme ich einmal Tumbled Glass und einmal Old Paper und einen Klebestreifen. Den klebe ich mir einmal so hier hin. Dann suche ich mir die Farben raus. Das ist Shady Shutters. Da haben wir Old Paper. Einfach nur, dass so ein bisschen im Hintergrund was ist, dass es nicht ganz so langweilig ist. Und dann Tumbled Glass, das ist hier oben. Dazu muss ich jetzt aber einmal umkleben.
Ja. Nur wieder Blödsinn in meinem Kopf. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Dann klebe ich da mal den Elefanten auf. Das mache ich ohne 3D-Pads. Aber da kommen jetzt wieder 3D-Pads drunter, obwohl ich kann das hier nehmen. So als kleiner Tipp, da habe ich so, weil ich ganz viel zurechtgeschnitten hatte oder zurechtschneiden musste, habe ich mir das auf Backpapier geklebt und kann das dann schön in brauchbare Streifen zurechtschneiden. Geht zwar ein bisschen schwerer ab, aber das ist echt wunderbar, wenn man da dann viel schneiden muss und die Schere nicht verklebt. Oder weil die Schere nicht verklebt. Na, geht ein bisschen schwer ab, aber ihr seht, es geht ab. Die Streifen schmeiße ich weg. Na. Und so verklebt nämlich die Schere nicht. Obwohl, den Streifen hätte ich noch gebrauchen können, fällt mir ein. So. Nee, da habe ich ja schon 3D-Pads drauf. Ihr seht schon, pure Chaos heute mal wieder. Auf dem Gute Besserung Die-Cut habe ich auch schon 3D-Pads aufgebracht. Ja, ja, ich muss halt sabbeln. Ich muss sabbeln. Das kommt dann hier hin. Und dann habe ich noch ein paar Glitzersteinchen. Weil Glitzer darf ja nie fehlen. Fertig. Ach ja, und was ich dann immer vergessen zu sagen, ich werde natürlich alles in die Infobox verlinken. Ihr bekommt auch einen dauerhaften 10% Rabattcode mit dem Code Natascha10. Vergesse ich immer zu sagen. Immer. Und ich habe noch eine andere Variante gemacht. Eine mit silbernem Band. Und der Die Cut ist größer. Das war ein Goodie bei ihr. Wenn ich bei ihr bestelle, dann gibt sie immer so Goodies dazu. Und das war eben ein Goodie. Ihr seht schon, ne, ist ein Unterschied. Aber ich dachte, komm, die kannst du dann genauso verbasteln. Ja. Und jetzt kann sich die dann auf den Weg machen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hör auf, mich zu mobben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund. Bye, bye.